Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute möchte ich euch ein bisschen was über Klassen erzählen und wie ihr die benutzen könnt und welche Funktionen die haben. Und ich möchte das als erstes an einem Beispiel von einem einfachen Würfelprogramm euch mal darstellen. So, dazu habe ich eine neue Form angelegt, die heißt auch Form 1. Dort habe ich zwei Button eingefügt, die ihr, wie ihr sehen könnt, einmal Button 1, einmal Button 2 heißt. Ich habe hier zwei Label und ich habe hier eine Textbox. Was soll das Programm generell eigentlich machen? Wenn ich hier auf einmal Würfeln drücke, soll er mir einmal einen Random-Wert ausgeben. Und Ergebnis 2, das zeige ich euch dann, ist quasi eine Vereinfachung, wie dieser Wert entstanden ist. Und bei 10 Mal Würfeln möchte ich logischerweise 10 Ergebnisse dann hier stehen haben, also 10 Würfelergebnisse. So, wie sieht das Programm aus? Ganz normal wird das initialisiert und unten dran an dem Programm, also ihr seht, dieses Public Class Form 1 wird quasi zugemacht und dann erstellen wir eine neue Klasse und zwar mit dem Namen Würfel. So, die soll generell das ein Ergebnis bekommen können, also eine Integer-Variable. Und wir brauchen einen Zufallswert, logischerweise, weil wenn man würfelt, bekommen wir einen Zufallswert. So, die beiden sind private, weil wir die von außen ja nicht beschreiben wollen. Das heißt, also alles, was private ist, bleibt auch in diesen geschweiften Klammern, kann von außen nicht, also jetzt von außerhalb des Programmes, nicht beeinflusst werden. So, das heißt, wenn wir jetzt aber das Ergebnis wollen, dann müssen wir einmal über eine Public Integer Variable, die ich jetzt einfach mal getErgebnis genannt habe, drauf zugreifen. Und zwar gibt die das Ergebnis aus. Also das this steht hier wieder für diesen Würfel und das Ergebnis logischerweise für die Variable. Das heißt, wenn wir das, was wir ja durch den Public machen können, von außen aufrufen, dann bekommen wir den Wert, der hier drin steht. Da der jetzt ja aber noch nichts damit gemacht wurde, wird der ja logischerweise 0 sein. Und das nützt uns nichts viel. Das heißt, wir müssen eigentlich noch eine Funktion haben, die Würfeln heißt. Die haben wir quasi hier darunter. So, auch wieder public, damit wir von draußen, also von außerhalb dieser Definition darauf zugreifen können. Public Void Würfeln genannt. Und hier wird dieser Variable ein Zufallswert zwischen 1 und 7 zugewiesen. Hierbei muss man sagen, dass 1 die niedrigste Zahl ist, die drin vorkommen kann im Zufallsbereich. Und 7 heißt, der höchste Wert muss kleiner als dieser Wert sein. Das heißt, wir bekommen in dieser Funktion eine Zahl, eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 heraus. So. Hier wird dann das Ergebnis geschrieben und über diese Funktion getErgebnis bekommen wir die ausgegeben. Ich gehe jetzt auf das Würfeln 2 noch nicht ein, das schauen wir uns gleich später an. So, und zwar hatte ich ja dann gesagt, wenn ich jetzt hier einmal Würfeln drücke, dann muss ich quasi einmal die Klasse, also einmal dieses ein Objekt aus dieser Klasse, sage ich jetzt mal, erstellen. Das nenne ich jetzt W, das ist ein neuer Würfel. Und dann muss ich als erstes die Funktion Würfeln ausführen. Das heißt, wir erstellen jetzt erstmal das, oder wir geben dem Ergebnis jetzt erstmal eine Zahl zwischen 1 und 6. Und das Ganze soll er mit wGetErgebnis einmal ausgeben. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Würfeln, dann wird eine Zahl generiert und die wird hier bei getErgebnis und dann .toString einmal als String umgewandelt und dann in dieses Label reingeschrieben. So, die gleiche Funktion habe ich hier unten, nur dass ich das Ganze in eine Vorschleife gepackt habe, sodass das 10 Mal ausgeführt wird. Kurze Erläuterung zur Vorschleife ist, ich initialisiere eine Variable mit dem Wert 0, kann auch ein anderer beliebiger Wert sein, das ist quasi der Startwert. Und solange dieser Wert kleiner als 10 ist, soll er das immer um 1 addieren, wenn er quasi das hier drin einmal abgearbeitet hat. So, das heißt, rein theoretisch würde das i von 0 bis 9 gehen und 0 bis 9 wären genau 10 Mal. So, jetzt sehen wir ja aber, dass wir hier zum Beispiel für diesen Würfel 1, 2, sagen wir mal 3 Zeilen brauchen, um ein Ergebnis zu bekommen. Das können wir jetzt minimal reduzieren, und zwar durch diese zweite Funktion, durch diesen Public String Würfeln 2. Hier habe ich das jetzt quasi so gemacht, dass er nicht mehr das Ergebnis ausgibt,
sondern dass er direkt eine Zufallszahl als String ausgibt. Das könnten wir jetzt natürlich auch nochmal anders schreiben, damit wir auch die Variable Ergebnis wieder mit zuweisen. Das schreibe ich jetzt mal noch dazu. Ergebnis wäre dann logischerweise das. Und dann möchte ich aber das Ergebnis gleich als String ausgeben. So, das heißt, hier habe ich jetzt in dem Schritt einmal der Variable Ergebnis die Zahl zugewiesen und gebe sie als String direkt aus, was für mich heißt, ich kann dann einfach schreiben Ergebnis plus W-Würfel 2. Und das hier brauche ich für diese Ausgabe nicht. Das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn wir würfeln, dann haben wir nämlich zwei verschiedene Ergebnisse. Logischerweise wird einmal hier gewürfelt und einmal hier. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich drücke einmal würfeln und wir sehen, wir haben jetzt ein 6 und eine 1, 5 und 1, 3 und 4. Ja, also wir haben immer irgendwelche zufälligen Zahlen, die da rauskommen. So, dann klicke ich noch einmal auf das 10 mal würfeln und dann sehen wir hier, wir haben einmal 10 mal die Ausgabe. Und wie ihr auch hier unten gesehen habt, habe ich das ja auch in der Konsole nochmal geschrieben. Da habt ihr auch diese Ausgabe. So, das ist erstmal so ganz einfach, eine ganz einfache Klasse, die so funktioniert. Wir können jetzt das Ganze nochmal ein bisschen erweitern. Dafür habe ich die Form zweimal verwendet. Und zwar haben wir einmal eine Klasse einfach, eine Klasse vererbt und eine externe Klasse. Was das alles ist, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Was sind wieder einfach Button, ein Label, eine Textbox und noch ein Button. So, fangen wir mal hier unten an in den Klassen. Ich habe jetzt hier mal einfach eine Klasse Artikel erstellt. Dieser Artikel, der kann aus vier Eigenschaften bestehen, den Namen, dem Typ, dem Preis und die Farbe. So, auch wieder private, das heißt, ich kann hier von außen nicht drauf zugreifen, jetzt direkt, sondern ich muss erst Funktionen schreiben, damit ich das machen kann. So, dann kann ich einmal diesen Artikel initialisieren, wo ich dann unter anderem den Namen, Typ, Preis und Farbe eingebe. Könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, ich mache jetzt eine Inventur oder warum auch immer meine Sachen zu Hause auflisten. Dann würde ich hier einfach quasi einen neuen Artikel erstellen und die passenden Daten eingeben. Und hier unten seht ihr dann, dass die jeweiligen Variablen dann auf die Eigenschaften von diesen Artikel geschrieben werden. Über Artikel-Info lasse ich mir die einmal in der Konsole ausgeben. Das heißt, damit kann ich die quasi auch hier einmal abfragen, wie der aktuelle oder wie die, ja, die aktuellen Variablen eben bestückt sind. Dann kann man sich ja überlegen, Preise können sich ja ändern. Vielleicht wäre das sogar was für eine Wunschliste, wo man dann sagen kann, okay, ich schreibe erstmal alles auf und dann später gucke ich, oh, da gibt es ein Angebot. Da ändert sich jetzt der Preis und ich möchte jetzt quasi von diesem einen Artikel, den ich da habe, möchte ich nur den Preis ändern. Deswegen haben wir hier eine Funktion, public natürlich wieder, die sagt setPrice, da kann ich einen Preis eingeben und dann wird nur diese Variable geändert. Alle anderen Variablen wie der Name, der Typ und die Farbe kann man lediglich nur abrufen. Also wenn ich das jetzt einmal initialisiert habe, damit wird das quasi einmal definiert, aber danach kann ich es nicht mehr ändern. Also ich initialisiere natürlich ein neues. Aber dann ist ja dieser Artikel, dieses Produkt dann in dem Sinne nicht da. Und den Preis lasse ich mir natürlich auch ausgeben. So, und das Ganze sieht dann so aus, wenn ich diesen Button 1 klicke, dann sage ich, ich tue jetzt einen Artikel meins anlegen, und zwar Kopfhörer, Elektronik, hat 25,99 gerade, kostet er, und das wäre die Farbe weiß. Damit definiere ich das Ganze einmal und dann sage ich, ich will einmal nur die Infos auslesen, was heißt, ich bekomme einmal diese Werte zurück. Schauen wir uns kurz an. Das wäre hier, Klasse einfach, sehen Kopfhörer, Elektronik, 25,99 und weiß. Also das sind quasi die Werte, die ich hier eingetragen habe. Soweit, so gut. Dann kann man sagen, wir erweitern das Ganze. Das heißt, wir wollen jetzt zum Beispiel sagen, es gibt jetzt zu dieser Oberklasse, können wir noch weitere Sachen hinzufügen, machen quasi eine Unterklasse. Ich tut mir leid, wenn ich jetzt nicht genau die richtigen Wörter dafür verwende oder Begriffe,
Aber hier soll es eigentlich mehr darum gehen, dass ihr die Funktion versteht und weniger diese Fachwörter dann kennt, wobei es natürlich nicht schade, die Fachwörter auch zu lernen. Aber da kann ich euch nicht helfen. So, zurück dazu. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal eine zweite Klasse, die Artikel 2 heißt, erstellt. Die hat genau dieselben Eigenschaften drin. Aber ihr seht, einen bedeutenden Unterschied ist, dass hier Virtual Void drin steht. Wozu wir das machen, erzähle ich euch gleich, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. So, und dann habe ich danach eine Klasse gemacht, die Shop-Artikel heißt. Das heißt, ich tue die jetzt nochmal ein bisschen spezifizieren. Und diese Klasse Shop-Artikel soll eigentlich generell schon dieselben Funktionen und dieselben Merkmale haben wie in Artikel 2, also sprich Name, Typ, Preis und Farbe. Soll aber zusätzlich noch Anschluss und Kabellänge bekommen als Variable. So, und deswegen schreibt man das dann hier so. Das heißt also, Shop-Artikel ist quasi, ich nenne es jetzt mal eine Unterklasse von Artikel 2. So. Dann haben wir hier Public, hier wird es quasi definiert. Das sehen wir jetzt String Name, Typ, Preis, Farbe. Das ist quasi wieder dasselbe wie oben. Und dann noch Anschluss und Kabellänge. Jetzt wird er aber hier einen Fehler ausgeben, wenn wir das jetzt einfach nur so hinschreiben. Weil er muss ja noch die Sachen von der Hauptklasse übernehmen. Und dafür gibt es hier diese Funktion Base. Was heißt, er übernimmt quasi vom, also hier, Name, Typ, Preis, Farbe, übernimmt er quasi von dem hier den Name, Typ, Preis und Farbe. So, das heißt, von dieser Hauptklasse übernimmt er dann die Werte hier nach unten und dann werden die da zugeordnet. Und dann wird das quasi nur noch ergänzt, sage ich mal, um den Anschluss und die Kabellänge. Hier wird noch ein paar Leerzeilen, die wir nicht brauchen. So, dann haben wir ja Artikelinfo ausgeben. So, rein theoretisch wollen wir ja, dass es sowohl das ausgibt, als auch natürlich, wir haben ja jetzt noch zwei Variablen mehr oder zwei Eigenschaften mehr, dass er die mit dazu ausgibt. Und in dem Fall schreibt man das quasi so, dass man hier ein Override macht. Das heißt, ich überschreibe diese Funktion von der Hauptklasse und ergänze die quasi dadurch. So, da muss man aber hier oben ein Virtual reinschreiben, was quasi eine Freigabe gibt, dass das überschrieben werden kann. Beziehungsweise, dass es halt quasi nur rein theoretisch so, wie es ist, vorhanden ist, aber jetzt erweitert werden kann durch diesen Override. Und dann sagen wir einfach Base-Artikel-Info, das heißt, er ruft eigentlich erstmal das hier auf, gibt den Namen, Typ, Preis und Farbe raus und dann machen wir noch Konsole, also zweimal Konsole-Write-Line für Anschluss und Kabellänge. Ja, dann einfach, dass wir nochmal sehen, dass man das hier auch ändern kann. Die Kabellänge kann man hier verändern, deswegen haben wir hier eine Set-Funktion, Set-Kabellänge. Und wir können natürlich auch wieder diese Eigenschaften ausgeben lassen. So, ihr seht jetzt, dass wir quasi in diesen Shop-Artikel nur, in Anführungsstrichen, bis natürlich jetzt auf das hier und hier oben, nur die neuen, also die erweiterten Eigenschaften drin haben und gar nicht mehr diese Haupteigenschaften reinschreiben müssen. Weil er, wie gesagt, die hier von hier oben übernimmt. So, wie sieht das Ganze nun aus, wenn ich das aufrufen möchte? Und zwar, ich schreibe hier, das ist jetzt der Button 2, erstelle ich einen Shop-Artikel, also sprich nicht mehr Artikel oder Artikel 2, sondern direkt Shop-Artikel, weil wir wollen ja diese Klasse haben, die ich Verkauf jetzt genannt habe und ja, ist ein neuer Shop-Artikel und dann geben wir hier diese ganzen Infos ein, Kopfhörer, ich bleibe mal einfach bei den Kopfhörern, aber das sind jetzt andere, Elektronik, ein bisschen teurer, wichtig ist, dass ihr hier einen Punkt schreibt und kein Komma, sonst wird die Zahl nicht richtig erkannt und Farbe schwarz, Anschluss USB und Cinch und eine Kabellänge von 5 Metern. Und dann schreibe ich jetzt auch hier, ähnlich wie hier oben, einfach Artikelinfo. Und hier, jetzt wie gesagt, hier gibt er jetzt nicht nur die 4 aus, sondern er gibt quasi die 4 aus plus diese 2 Eigenschaften dazu. Und dann setze ich einem, dann, wie gesagt, einfach, dass wir es nochmal geübt haben, kann ich jetzt hier den Preis einmal abfragen, beziehungsweise die Kabellänge in Meter extern abfragen. Schauen wir uns das Ganze einmal an. So.
Und zwar, das ist dann Klasse vererbt, nennt sich das. Wenn ich da jetzt einmal drauf drücke, dann seht ihr, so ergibt quasi einmal die ganzen Sachen aus. Das ist diese Artikelinfo. Und dann Preis in Euro 32,99 und Kabellänge Meter ist 5. Soweit, so gut. Das funktioniert. So, jetzt ist es aber so, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr macht jetzt ein Programm, wo ihr mehrere Klassen hier verwendet. Ihr seht schon, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen auseinandergezogen, aber wir haben hier schon einige Zeilen, das wird ganz schön unübersichtlich. Dann tut man es extern auslagern. Und dazu könnt ihr hier einfach raufgehen, auf dieses Projekt, nicht auf die Mappe, sondern auf das Projekt, sagt hinzufügen, neues Element, wählt eine Klasse aus und gibt einen Namen ein. Ich habe das jetzt schon mal gemacht und ich habe das Ganze Artikel 3 genannt. So, Artikel 3 generell ist genauso aufgebaut wie der normale Artikel, wie eine normale Artikelklasse, also wie die. Habe ich mir einmal nur rüber kopiert. Hier habt ihr wieder dieselben Funktionen. Wir können den Preis verändern, wir können den Namen und so weiter, die Eigenschaften ausgeben lassen. Und das ist halt alles da drin. Und wenn ich jetzt sage, ich will das definieren, dann mache ich das eigentlich genauso. Ich schreibe hier hin, nein, Entschuldigung. Das Wichtigste, was ihr als erstes machen müsst, ihr müsst das hier oben von Internal auf Public ändern. Weil Internal würde sonst heißen, es ist wieder nur intern möglich und wir können von draußen nicht zugreifen. Also das müsst ihr einmal auf Public ändern, dann gibt es eigentlich keine Probleme. Und dann habe ich das so gemacht, dass wir Artikel 3, das ist ja jetzt diese Klasse, einmal aufrufen. Das ist jetzt eine Computermaus, die ich definiere. Also soll jetzt keine richtige Maus sein, sondern deswegen Computermaus. Der gebe ich wieder die Eigenschaften. Und hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich das extern gemacht habe. Also ich habe es nicht mit dem Button-Klick gemacht, weil ich sonst nämlich das Problem habe, dass ich ja jedes Mal dass ich jedes Mal einen neuen Artikel erstelle. So, das heißt, wenn ich jetzt das erste Mal draufklicke, habe ich die erste Maus. Wenn ich wieder draufklicke, habe ich die nächste Maus. Das heißt, ich könnte die Eigenschaften nicht ändern. Und ich wollte euch ja mal zeigen, wie man auch die Eigenschaften ändern kann. Und deswegen definiere ich das hier jetzt, sage ich mal, als global, auch wenn das vielleicht nicht ganz stimmt, aber als so, dass wir im gesamten Programm drauf zugreifen können und dass diese Maus 1 auch wirklich nur einmal existiert. So, das wird einmal initialisiert mit den Daten und wenn ich auf Button 3 klicke, dann gibt er mir einmal die Artikelinfo aus. Und wenn ich auf Button 4 klicke, dann kann ich den Preis verändern. Und zwar mit der Textbox, da kann ich einen neuen Preis reinschreiben. Der Text wird natürlich einmal als Double oder muss als Double umgewandelt werden, weil ja Set Price, wie ihr hier sehen könnt, ein Double Price oder die Variable Double erfordert. So, schauen wir uns das Ganze an. Ich klicke einmal drauf, das haben wir, und sage jetzt, das ist jetzt die externe Klasse und ihr seht jetzt die Maus. Elektronik 25,99 und bunt und ich sage jetzt, sie kostet jetzt nur noch 19,95 €. Ist jetzt im Angebot, dann kann ich den Preis übernehmen. Jetzt passiert noch nichts, weil ich habe jetzt quasi nur den Preis verändert. Und wenn ich jetzt wieder auf Auslesen gehe, dann seht ihr, er nimmt die Eigenschaften, aber diesmal mit dem geänderten Preis. So, und das war jetzt ungefähr 19 Minuten zum Thema Klassen. Ich hoffe, es hat euch nicht so sehr gelangweilt, aber ich denke, es ist ganz praktisch, doch mal zu sehen, wie man Klassen anwenden kann, welche Funktionen die haben und wie das Ganze so funktioniert. Weil letzten Endes wird man später oder je mehr man sich damit beschäftigt, auch feststellen, dass man das doch das ein oder andere Mal noch mehr gebrauchen kann und so haben wir jetzt wenigstens mein Grundverständnis davon. So, ich hoffe, es klappt alles bei euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis demnächst. Ciao.